In unserem SAH-Berufsbildungswerk in Neckargemünd betreuen wir insgesamt über 1000 Teilnehmende in verschiedenen Maßnahmen. Insbesondere auch im Rahmen der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme stellen wir häufig fest, dass unsere Teilnehmenden soziale Ängste mitbringen. Im Rahmen der KI Assist-Projektentwicklung haben wir uns dann für die OptaPEP-Technologie entschieden, ein VR- und KI-basiertes Instrument zum Training von sozialen Situationen. Genau. Dafür müssten Sie sich einmal auf den Startpunkt wieder stellen. Mhm. Genau. Ich gebe Ihnen die VR-Brille. Mhm. Die ziehen Sie praktisch an wie eine Taucherbrille. Das sehen Sie halt vorne. Das OptaPEP-System erfasst Daten auf mehreren Ebenen, die einfließen in konkrete Behandlungsvorschläge, die das System anbietet. Das sieht in der Praxis so aus, dass die Angsteinschätzungen des Teilnehmenden mehrfach abgefragt werden durch das System, dass die Stimmmodulation im Hinblick auf Emotionserkennung ausgewertet wird. Es gibt eine Eye-Tracking-Funktion, die zeigt, wie der Teilnehmende seine Aufmerksamkeit verändert. Und all diese Daten werden vom System permanent berechnet und analysiert. Okay. Wie ging es Ihnen heute? Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, dass sie sehr ablehnend waren. Ich habe sehen können, dass der eine mir auch zugenickt hat. Wir haben jetzt schon feststellen können, dass unsere Teilnehmenden mit sehr viel Neugierde, sehr viel Interesse und Aufgeschlossenheit auf dieses Angebot reagieren und letztendlich auch es eher als etwas Spielerisches erleben und weniger als eine therapeutische Intervention. Es gefällt mir daran, dass es sehr intuitiv, man hat so, also man hat den Effekt von einer Präsentation und das dadurch auch mir hilft, besser in Präsentationen, selbstbewusster in Präsentationen zu wirken. Aus unserer Sicht bietet diese Technologie gute Perspektiven, um auch in Zukunft unsere Teilnehmenden effektiv zu unterstützen, die Maßnahmen stabil hier zu durchlaufen und zu beenden.